Das war ein QAnon-Anhänger aus Kalifornien. Ah, ich glaube, ich habe da was mitbekommen. Der hat seine beiden Kinder nämlich getötet. Ja! Ja. Dann begrüßen wir mal unsere Leserinnen und Leser. Begrüßt sie mal gegen. Die haben schon ganz vergessen, wie sich unsere Stimmen anhören. Es tut uns voll leid. Wir waren einfach beschäftigt. Also Ich ja. habe auch das Gefühl, ich habe dich ewig nicht gesehen. Du hast Das jetzt eine stimmt. Frisur wie Otto. Ja, eine Langhaarfrisur. Ja. Es ist die Corona-Frisur, weil ich einfach gerade nicht zum Friseur gehe und ich gucke mir, wie es aussieht. Und ich habe auch ein Projekt geplant. Ein Filmprojekt, wo ich diese Haare noch brauchen werde. Deswegen Okay. werden die wachsen, auch der Bart deswegen. Und es wird ein spannendes Happening. Ich bin zufällig Experte auf diesem Gebiet, Tino. Zöpfe. Ja. Ja. Auch als Mann immer gut. Ja. Das sieht dann aus wie ein Asozial. wilder. Nein, es ist ein wilder Wikinger, der in die Schlacht zieht. Ich habe ihn mir auch jetzt angewöhnt, jedweder Frau, die mit Zöpfen daherkommt, zu sagen, nice hair. Weil ich in Budapest angefangen habe. Damit, nice hair. Ja, denn Zöpfe braucht die Welt. Finde ich auch. Ja. Ich mache mir jetzt gerade live auch einen Dutt, damit ich im Radio-Podcast nicht so schlimm aussehe. Ja, besser ist es. Ja, ein saftiges Aloha, liebe Leute auf der Datenautobahn. Ihr lebt auf der Überholspur. Ihr habt uns so fast von überholt, dass ihr Ja. an uns vorbeigezogen seid, einen Brennpunkt verpasst habt. Und ein weiterer, der jetzt ist ein bisschen verspätet tatsächlich. Ja, also erst warst du halt in Budapest und dann war ich jetzt unterwegs am Wochenende und hatte zu tun. Denn der Verein, für den ich arbeite, der hat 30 Jahre Geburtstag gefeiert und dann Hat er musste ich. dich vereinnahmt? Er hat mich voll vereinnahmt, tatsächlich, den ganzen Abend. Deswegen war ich auch zu spät zum Impermanence-Konzert im Vortrefflich mit Death Rally Suicide und Robotic Fish Tank und so. Alles Bands, die ich voll toll finde. Ja. Und ich habe nur die letzten 10 Minuten von Death Rally Suicide gesehen. Und ja, dann war es schon zu Ende. Ja, Vincent meinte hinterher, dass das Mikrofon von Franz sich so anhören sollte. Ich fand das etwas blechern. Ich weiß nicht, ob das wirklich der gewünschte Effekt war. Und dann gab es da auch noch so Rückkopplung mit Fiepen und so. Das soll nicht sein, aber ich habe von jemandem gehört, dass die erste Band, Snow Trail, die hatten wohl auch so einen Effekt auf der Stimme, absichtlich, der sehr blechern war, aber absichtlich. Das kann sein, aber so rückfiepen und so, das ist nicht gut. Also die Lags, die ich in meinem Stream habe, die sind auch immer absichtlich. Ach so. Und wenn wir Brennpunkt nicht hochladen oder aus Versehen einen Tag später, ist das auch Konzept. absichtlich. Das ist Konzept, weil wenn wir eine Woche Ausfall haben, ist es voll legitim, das nächste Mal an einem Montag Ja. hochzuladen. Einfach aus Gründen. Denk mal drüber nach, was der Grund sein könnte. Tino, das Schlimmste ist, dass wir jetzt quasi 2 Wochen nachholen müssen. Ich habe jetzt von der vorletzten Woche jetzt nicht so viel Das ist aufgeschrieben. okay. Ja. Das ist okay, aber das Allerwichtigste, ja, das ist jetzt schon wieder, ja, ich habe das erfahren am 2. August. Ja. Und das ist die Nachricht des Monats. Ja. Nicht nur hatte jetzt erfolgreich Bibi Heinecke Samen von ihrem Stecher in sich, nein, auch Dagi Bee. Dagi ist schwanger. Dagi ist schwanger, hat ein Video hochgeladen und richtig klischeehaft hier ein Screenshot. Ein kleines Wunder. Ich Oh. kotze. Das ist halt immer das, was so Herodes immer so na, willst du nicht mal ein kleines Wunder in die Reihen machen und so? Solche ironischen Sätze und dann postet die das in ihr Video. Ein kleines Wunder, Alter. Ja, die Das freuen ist. sich halt. Guck mal, die haben die große Liebe gefunden, die haben geheiratet. Ich habe dieses Video gesehen, in welchem Julian Bam darauf reagiert hat auf dieses ein kleines Wunder-Video. Und er meinte so, ja, sie lieben sich so sehr und haben sich ein Kind gewünscht und jetzt ist es endlich soweit. Und ich kann das voll nachvollziehen. Ich finde das voll schön. Und Ja. freue mich für Dagi Bee und auch für die andere Ich Bibi. finde das sehr schön, dass der Eugen in die Dagi Bee erfolgreich Sperma reingetan hat. Das geht nicht bei jedem. Es gibt auch Menschen, die können keine Kinder kriegen. Oder die haben einen Partner, eine Partnerin, die kein Kind haben will. Und die sind sich einig, Robin. Ja. Er will ein Kind, sie will ein Kind. Er hat einen Penis und kann Samen rausschießen. Sie hat eine Vulva und einen Muttermund und eine Gebärmutter. Und es hat funktioniert. Wie hoch ist denn die Wahrscheinlichkeit?
Also das Ding ist doch einfach nur, dass ich schon wieder das dumm finde, weil geht halt hier ins Krankenhaus, da seht ihr jeden Tag ein Kind, so was, eine Schwangere, so. Ja, aber ich glaube nicht, dass Oh, die hier. Dagi, Ich glaube nicht, dass hier Mutter Bärbel von nebenan so viele Followerschaften hat wie Dagi und Bibi zum oh. Beispiel. Also ich finde es schon okay, wenn man als berühmte Person schon in der Öffentlichkeit steht und sein Privatleben so rausholt, dass man dann auch so eine Botschaft verkündet wie, ich kriege ein Kind. Würde Da ich. wird ja quasi aus Dagi Bee demnächst ein neues Privatleben rausgeholt von der Das ist Hebamme. dann so ein Ding. Ich finde es nicht gut, wenn das Kind dann in die Öffentlichkeit gezogen wird und dann ein extra Instagram-Account für dieses Baby erstellt wird. Das finde ich auch nicht okay. Aber prinzipiell zu sagen, wir sind jetzt Eltern geworden, liebe Followerschaft, das finde ich voll okay und ich finde es gut und schön, Ja. wenn man ein Kind haben möchte. Ja, ich bin da auch schon wieder einfach nur zynisch, ja. Ach so. Wenn ich mir auch das Video angucke und das heißt dann wieder ein neues Leben, was dann so ein bisschen doppeldeutig ist, so von wegen, okay, heißt das jetzt, dass sie schwanger ist oder heißt das, dass sie ein neues Leben anfängt? Hat sie sich von Eugen getrennt? Schnell draufklicken, Trends Nummer 1. Hätte auch so Clickbait sein können, dass sie irgendwie in der Küche im Kühlschrank so einen Käse haben liegen lassen, der jetzt schimmelt. Ein Ja. neues Leben, ein Ja. kleines Wunder. Hätte ja auch sein können. Ja, exakt. Also wenn Simon Desue sowas hat. Ich habe letztens gesehen bei, wie heißen die denn, Leech & Dyer Films? Filmgeek! Wie heißen die denn, diese beiden Keine Ahnung. Cousins oder so? Die machen immer so Filmreviews und Filmfehler-Sachen. Und hat auch der eine jetzt so ein Video gemacht, wo er seine Hand so hebt und macht so, ich muss mit euch reden oder ich habe eine Ansage zu machen. Das sah wieder aus wie so ein Abschiedsvideo, ja? Und ich höre auch mit YouTube und so, Clickbait. Er hat nur angekündigt, dass er halt einen neuen Song jetzt veröffentlicht. So, und das finde ich immer scheiße. Verstehe ich. Ja, aber genug dazu. Wir geben ihr sonst noch viel mehr Bühne und dann ist das schon Ja. wieder sinnlos, wenn ich mich darüber beschwere, dass sie so viel Bühne kriegt. Nur weil sie vergammeltes Sperma in sich trägt. Nee, eben nicht vergammelt. Doch, wo wir gerade von vergammeltem Sperma reden. Das war halt auch noch so die News der vorletzten Woche. Chris Chan, nicht der Skateboarder, der mit Doppel-N geschrieben wird, sondern so ein Drachenlord aus dem amerikanischen Raum, von dem ich noch nie was gehört habe, obwohl der irgendwie seit 15 Jahren so ein Meme ist, der ist überführt worden, der Tat seiner Mutter, die hochgradig an Alzheimer erkrankt ist, Sex gehabt zu haben, gegen ihren Willen. Auch noch. Auch noch. Vielleicht hat sie ja auch consented und das danach wieder vergessen mit ihrem Alzheimer. Das ist, finde ich halt so interessant. Also, wie kann sowas entstehen? Ich habe auch mal so eine John Lennon-Biografie gelesen als Jugendlicher. Und der muss auch mal gesagt haben, dass er sich mit seiner Mutter Sex wünscht. Und es war wahrscheinlich so ein spirituelles Ding, was ich schon komisch fand. Aber wenn es dann so ein Drachenlord aus den USA das wirklich umsetzt, frage ich mich, wo da die Intention und wo das herkommt. Ist er einfach nur so horny, dass er irgendeine Person irgendwie ficken will, auch wenn es seine Mutter ist? Oder hat er da irgendwie einen Sinn dahinter? Ich muss ja auch ganz schnell Einhalt gebieten. Vielleicht habe ich auch selber den Fehler gemacht. Ich bin mir auch nicht ganz sicher, weil ich habe halt gesagt, der Drachenlord, weil der Drachenlord in Deutschland halt männlich ist. Aber diese Person ist wohl transgender und will, glaube ich, mittlerweile weiblich genannt werden. Ja. Aber ähnliches wie beim Drachenlord soll das halt so ganz viel. Also irgendwie anfangs gab es so eine erste Berühmtheit, weil es so ein. Die Person hat halt irgendwie einen Comic gemacht und Sonic und Pikachu miteinander verbunden. Sonichu oder sowas. Sonikachu? Und das ist halt super scheiße gewesen, so. Und dann haben alle ausgelacht und dann im Endeffekt, ja, okay, das ist dann auch nochmal eine lächerliche Persönlichkeit, aber dann irgendwie, da gibt's halt Kanäle, Alter, die wirklich die letzten 10 Jahre, dass ich damit wirklich nur Content auf diesen Nacken gemacht hat. Und warum? Weil es Also, Menschen interessiert, wahrscheinlich. ja, aber wenn man sagt, hier, beim Drachenlord ist es doch genauso, man sagt, oh, das ist eine scheiß Person irgendwie, der hat das nicht verdient, dass der Geld geschickt kriegt und Geschenke und er macht nur Scheiße. Aber dann macht man halt irgendwie so viel Zeitinvestment in dieses Ding rein, so in dieses Drachengame und pusht das halt noch, ne? Habe ich auch nie verstanden und. Es ist auch egal, wer sowas macht, seine Mutter irgendwie vergewaltigen, also ob sie jetzt der weibliche Drachenlord ist oder ob sie jetzt
die Königin von England ist, ist halt nicht in Ordnung. Meine Meinung. Apropos Königin von England, was für eine ausgezeichnete Überleitung, Aber gab es jetzt Tino. irgendwie eine Konsequenz für diese Person, die ihre Mutter vergewaltigt hat? Ja, der darf das nicht mehr machen. Okay. Der darf die nicht nochmal vergewaltigen. Finde ich gut. Nee, ich glaube, das ist noch im Prozess, wird halt jetzt ermittelt noch, aber es gab auch ein Geständnis von der Person und die Mutter ist früher auch in den Videos irgendwie aufgetaucht und bla bla bla, keine Ahnung. Okay. Das ist ja schon wieder, das ist ja im Internetzeitalter, ist das ja 10 Jahre her schon wieder. Das ist Mindestens, ja die ja. Woche davor. Aber diese Woche habe ich nämlich einen Trailer gesehen zu The Prince. Eine, ich glaube nicht Netflix, sondern HBO oder so, so eine Animated Series, die ich zum einen sehr unlustig finde und zum anderen problematisch. Denn es geht da um die Royal Family von England. Unter anderem auch um die Kinder. Die hat ja irgendwie die 38 Ururenkel oder so, die Queen mittlerweile. So. Und einer ist wohl relativ präsent. Frag mich nicht, wie er heißt. Mir scheißegal. Fucking Royal Family. Und der wird da halt auch mit. Also der ist ja eine Hauptperson. So ein echt existierendes Kind, was eh schon im Rampenlicht steht, wird da durch den Kakao gezogen. Mit richtig, richtig schlechten Witzen. Das Comedic Timing ist komplett am Leben vorbei. Der Zeichenstil sieht so ein bisschen aus wie Family Guy, nur in noch hässlicher. Also Family Guy ist ja jetzt auch nicht der unbedingt ansehnlichste Zeichenstil so. Aber ist okay. Ja, er erfüllt seinen Zweck Ja. so, aber das halt nochmal irgendwie ein bisschen schlechter. Und ja, das Problem ist auch, dass zum Beispiel Sophie Turner, kennst du natürlich, ne? Ja, Von klar. Sophie Turner von. Tina Turner. Genau. Oder Kathleen Turner, oder? ja, Kefla, Weste. Ach, fuck off. Oder Nee, Tina Turner, die kleine Schwester. Sophie Turner hat selbst ein Kind. Das ist die Sansa Stark von Game of Thrones. Natürlich wusstest du das. Ja, klar. Beste Und Serie. ja. Und Orlando Bloom, den kennst du nämlich. Das Von ist Pirates of the Caribbean. tatsächlich, Ja, das ja. weiß ich, den kenne ich wirklich. Und Legolas bei Herr der Ringe. Legoland, ja, genau. Ja. War ich mal als Die Kind. beiden sind dann nämlich Synchronsprecher und die haben sich vehement dagegen ausgesprochen in der Vergangenheit, dass die Boulevardpresse und die Leute ihre Kinder stalken und die in die Öffentlichkeit ziehen. Und jetzt beteiligen die sich als Synchronsprecher bei einer Serie, die Royal Family komplett durch den Ja, Kakao das ist echt zieht. problematisch. Diese Also. Kinder sind halt auch irgendwie 6, 7, 8 so in dem Rahmen. Und selbst wenn die Serie nicht gut ist und nach einer Staffel abgesetzt wird, weil sie scheiße ist, die gehen in die Schule und die werden halt deswegen garantiert irgendwie Ja, man. gedisst. Vielleicht gehen die auch nicht in die Schule gut, aber trotzdem werden die gedisst. Ja, man kann auch, weiß ich nicht, sowas auch verfremdend. Also geht es echt um diese Familie oder ist es Es irgendwie geht fiktional? 1:1 um diese Familie. Ich würde ja eine Petition machen, dass man das Kind von Bibi und Dagi Bi öffentlich im Fernsehen mobbt. Das fände ich wieder Ja, auf okay. jeden Fall. Ja. Also Weil wer so selektives hässliche Mobbing. Häuser hat wie diese Leute, Ja. ja, der kann, also der hat es einfach verdient. Selektives Mobbing. Ja. Ich kenne die Serie nicht, habe davon noch nie gehört und ich finde es auch problematisch. Und wenn ich mich gerade erinnere an South Park, Family Guy und so weiter, die machen ja auch viel so Promis durch den Kakao ziehen, aber Echte wir Kinder sind eher jetzt keine nicht. Kinder bekannt, nee. Eher nicht, ne? Nee. Ja, die können es halt auch echt schwer wehren, so. Und es ist halt obendrein einfach super scheiße. Also ich frage mich auch, wie das überhaupt durchgewunken wurde. Gerade mit so relativ großen Namen dabei, ja. Ist das eine amerikanische Serie? Davon gehe ich mal aus. Die werden ja noch mal eine Warte, andere. pass auf. Der Typ ist, der Produzent ist der von, ich glaube, Futurama. Ich bin mir nicht ganz sicher. Gary Jannetty. Und da wird es nämlich auch nochmal ganz interessant. Der hat nämlich eine sehr, sehr ungesunde Obsession mit diesem Dreckskind. Ja, mit diesem Achtjährigen. Wenn man dadurch das Instagram durchscrollt vom Gary Jannetty, muss man so erstmal 40 Posts überspringen. Aber dann passiert es plötzlich, dass überall so Selfies und Bilder nur von diesem Jungen da gepostet werden. Manchmal mit irgendeinem witzigen Spruch drunter und so, manchmal einfach gar nichts. Ganz, ganz eigenartig. Also der ist wirklich mit dieser Eine komische Person, Obsession. ja. Ich habe auch gestern erst gesehen, dass Dan Schneider, der Erfinder von iCarly und diesen ganzen Nickelodeon-Serien, dass der auch gefeuert wurde von Nickelodeon, weil es Vorwürfe gab, dass er seine Darstellerinnen für seine Fetischzwecke missbraucht hat. Hat ganz viele junge Schauspielerinnen halt ihre Füße rausholen lassen bei irgendwelchen Szenen und auffällig oft haben halt die Das darf ganzen nur Mädchen Tarantino. richtig und
Das wusste ich gar nicht, dass das so ein pervers ist. Also, ich finde es ja nicht pervers, einen Fußfetisch zu haben. Das ist ja voll okay. Aber minderjährige Schauspielerinnen da irgendwie mit reinzuziehen und das, seinen Job dafür zu missbrauchen, finde ich sehr schwierig. Und offenbar nutzen das ja viele in der Filmbranche. Eben auch Tarantino ist ja auch so einer, der das so für sich ausnutzt. Und auch spannend, was ich gelesen habe, ein Fun Fact, dass die Mutter von Tarantino ihm verboten hat, Drehbücher zu schreiben als Jugendlicher. Damit ich kein Geld verdiene, lass es, mach lieber ordentliche Sachen. Also hat dann nach einem Streit geschworen, wenn er mal berühmt werden sollte, seiner Mutter nicht einen Cent auszuzahlen. Und er hat es bis heute durchgezogen. Er hat sie wohl einmal zum Essen eingeladen, aber sonst hat sie von seinem Erfolg noch keinen Cent gesehen. Und das finde ich ziemlich heftig, also ziemlich krass, dass man das so konsequent ist. Deswegen, liebe Leute, wenn ihr Kinder habt, die Drehbücher schreiben oder die irgendwelche coolen Sachen machen, nicht verbieten. Wer weiß, ob sie mal berühmt werden und reich werden. Und dann könnt auch ihr profitieren davon. Vor allem verbieten, was ist das denn für eine dumme Scheiße, Alter? Ja, klar, es ist dumm. Naja, auf jeden Fall The Prince. Ich sage jetzt mal voraus, mehr als eine Staffel wird es davon nicht geben. Und ja, prominente Schauspieler sind für Geld plötzlich hypokritisch. Das ist ja seltsam. Auf einmal. Ja. Wen es auch nicht mehr lange geben wird, sind die geimpften Leute, um mal jetzt in die Realpolitik zu kommen. Michael Wendler hat nämlich vorletzte Woche einen Post abgesetzt bei Telegram, dass alle Geimpften laut einer seriösen Quelle im September tot sein werden. Das heißt, Leute, es ist die vorletzte Brennpunktausgabe. Heute ist der 15. Naja, noch zwei Ausgaben, dann sind wir tot quasi. Ich warte Wir drauf. Geimpften. Ich hab Bock. Ja. Und es ist so eine Liste veröffentlicht worden im Zuge dessen von allen Vorhersagen von VerschwörungstheoretikerInnen, die nicht eingetroffen sind. Und dieses lässt sich echt lustig lesen. Es gibt so viele Voraussagen, es gibt kein Internet mehr ab Juli und die Einkaufsläden werden geplündert sein, es gibt bald Kriegsrecht in Deutschland und Merkel wird nicht mehr, wird ihre Macht nie mehr abgeben. Alles Die Käse werden so. es die nächsten 20 Jahre sagen, irgendwann damit recht haben und dann sagen, aha, seht ihr? Hat sich nur länger hingezogen. Das sind wie diese Menschen, die so obdachlos wirken, die in der Stadt solche Pappschilder haben mit bald kommt das Ende der Welt, sprecht mit mir, wie ich euch erlösen kann und so. Apokalypse now und so weiter. Ja, es gab auch zu Trump und Biden so ein Ding. Es gab wieder, ich glaube, der 13. war es jetzt direkt, Freitag der 13. Da wird Trump reinstated ins Präsidentschaftsamt. Ist irgendwie auch nicht passiert. Oder wir haben Komisch. es nicht mitbekommen. Ja. Wer weiß, ob gerade Renovierungsarbeiten sind und Trump gerade umzieht. Vielleicht trägt Trump auch einfach eine Joe Biden-Maske. Oh, würde nicht auffallen. Wir haben eine sehr ähnliche Statur Ja. und eine sehr ähnliche Aussprache. Ich glaube, das würde damit nicht auffallen. Ja. Meine Verschwörungstheorie ist ab sofort, dass Joe Biden eigentlich Trump ist. Gut. Meine Nicht-Verschwörungstheorie ist, dass ich diese Woche den Top-Post im Skateboarding-Reddit hatte. Und das wollte ich an dieser Stelle nur einmal kurz Das hast du erwähnen. ganz stolz gepostet. Ja. Das ist auch wirklich sehr schön. Also das Ding ist, ich habe ja jetzt schon öfter mal was auf Reddit gepostet und habe mir aber jetzt angewöhnt, das so zu formulieren, dass man im Titel schon erkennt, dass ich auch ein bisschen, ich sag mal, Schabernack treibe, ja. Weil diese ganzen Die-Hard-Skateboarder, die sagen dann immer, das ist kein Skaten, wenn man da einen Fuß absetzt oder so. Die wollen halt, weißt du, das Traditionelle, okay, machen Kickflip, cool, springe so ein paar Stufen runter, cool. Aber also wirklich, sobald es dann abweicht, ja, was ist denn das? Wer gibt mir die Minute meines Lebens zurück? So, und um das zu umgehen, habe ich das halt jetzt schon so ein bisschen formuliert. Hey, hier, das ist ein bisschen Nonsens oder Weird Shit oder so. Entwaffnende Ehrlichkeit. Ja, genau. Da bin ich einfach ran wie Eminem. Und wie lange bist du da jetzt der Top-Reddit? Ist das dann für einen Tag oder für Das eine ist, Woche? innerhalb der Woche kann man so sortieren, Top-Posts by Week und dann Und jetzt die nächsten 7 Tage seit posten quasi. Außer es kommt natürlich was Neues, was da drüber ist. Und das haben dich auf der ganzen Welt ganz viele Menschen gesehen, wie du auf dem Brett rumspringst. Ja, also es ist schon international, aber das ist jetzt auch nicht das allergrößte Subreddit. Ne? Das sind, weiß ich nicht. Ich würde jetzt schätzen, 150.000 oder Na, so. immerhin. Die sehen das ja auch nicht alle, aber also es gibt ja andere Subreddits, die irgendwie, keine Ahnung, 20 Millionen Follower haben. Egal. Glückwunsch, ich habe auch mal einen kleinen viralen Hit gehabt die Woche. Ich habe nämlich angefangen, weil mir langweilig war, meine alten Screenshots zu löschen vom Handy. Hat mir ganz viele lustige Chatverläufe gefunden von Dein Tinder und Online-Dating. Romeo und Grindr und so weiter. Und hatte mir gedacht, ich mache einfach mal so eine Reihe auf Instagram, so eine Story-Reihe,
die nennt sich Best of Online Dating. Und gerade im Gay Dating ist das so weird, dass du dafür Anfragen bekommst. Und meine Stories werden echt gerade von 400 Leuten gesehen. Das ist gerade übelst, also mein Rekord. Sonst habe ich im Durchschnitt so 150 bis 200 so. Jetzt waren es 400 die letzten Male. Und ganz viele Reaktionen von auch, weiß nicht, auf eine Story waren es irgendwie 30 Nachrichten, die da kamen. Ist es dein Ernst und so? Weird, what the fuck, sorry und so weiter. Und Ich habe einige davon gesehen, ich ja. habe sogar Einsendungen bekommen von Leuten, die auch sowas erlebt haben, die ich auch noch posten möchte, quasi als Fremd-Content sozusagen. Also voll interessant, was man damit so lostritt und auch wie viele Leute mir schreiben, dass sie Ähnliches erlebt haben. Hast du da schon ein Story-Highlight erstellt? Ja, Okay. habe ich früher immer gemieden, sowas zu machen, aber ich dachte, ich mache mal jetzt das Spiel mit und möchte auch für nachfolgende Generationen diese Chatverläufe gerne Ja. nachprüfbar machen. Ja, das einzige kleine Problem eventuell ist ja, dass das eventuell in der Zukunft Leute einlädt, dir besonders weirden Scheiß zu schreiben. Aber ansonsten finde ich das auch sehr, sehr geil. Ja, es gab auch schon Leute, die mich halt kannten, so die mir ja so irgendwelche Trollnachrichten geschickt haben, aber die kann ich ein bisschen filtern. Also die ich Ja. gepostet habe, das sind wirklich Menschen, die mich nicht kannten, die ich nicht kannte, die mir random Dickpics schicken und dann nicht einsehen wollen, dass ich kein Interesse an ihnen habe. Und es ist manchmal echt unfassbar lustig. Geil. Ja. Da hatten wir ja beide ein richtiges Erfolgserlebnis Auf jeden diese Fall. Woche. Einmal keinen Brennpunkt gemacht, schon reißen wir hier die Mauern ein. Ja, habe ich eigentlich in einer Silbe schon erwähnt, warum es letzte Woche keinen Brennpunkt gab? Ich glaube, wir haben es gar nicht gesagt, oder? Am Anfang kurz, glaube ich, dass du verreist warst. Okay, ich war auf jeden Fall in Budapest, war gut gewesen. Mir wurde ein Skateboard überfahren. Das war echt hart. Von dem Auto? Ja, von Oh. zweien sogar. Shit. Aber ich hatte Glück, weil es war wirklich nur das Brett kaputt. Also die Achsen hätten ja auch brechen können. Auch deine Achsen hätten brechen können, oder Bei mir Haxen. hätte einiges brechen können. Es war sehr lustig. Ich rufe dich noch irgendwie, oder schreib dir eine Sprachnachricht, glaube ich, habe ich dir geschickt, Ja. per Telegram, ja. Morgen Podcast aufnehmen, so, wann hast du Zeit? Ach, ja, ich bin in Budapest. Ja, ich dachte irgendwie auch, dass ich das viel mehr Leuten irgendwie gesagt hat. Es war ja Nämlich. relativ spontan so. Und meine Mutter meinte auch so, ja, Sonntag hier essen. Und ich so, hä, Moment, ich hab dir doch Deine gesagt, oder? Ja, also. Mama und ich haben uns angerufen und dachten, wo ist denn der Robin heute? So, und dann haben wir es erst erfahren durch. Also Ja. ganz, ganz, ganz spät. Als zu spät, da war ich dann bei deiner Mutter zum Mittagessen. Ich hatte auf jeden Fall nicht einmal Konflikt mit der Polizei, Oh. aber dafür sehr oft mit Security und mit Anwohnern, obwohl wegen Skaten war es tatsächlich nur einmal, was ich sehr erfrischend fand. Also wir waren an sehr vielen verschiedenen Spots und nur einmal kam so ein alter Opa raus und meinte so, Ungarisch. Typisch, Und ja. ich so, hey, sorry, I only speak English. Do you speak English? Hallo, macht halt einfach weiter. Ja. Und dann sage ich auf Deutsch, ja, also wie gesagt, ich spreche eigentlich nur Englisch. Und dann hält er so inne, zeigt mir den Finger auf mich, Schweine! Dann habe ich gesagt, hey, aber hier, olympisch, Olympiaschweine. Erfrischend. Ja, hat leider nicht geholfen. Du hast auch ein Video hochgeladen mit Petting treiben, was du quasi von verschiedenen Streamern hast einsehen lassen. Ja. Auch ich komme davor, wusste ich gar nicht. Ich wusste, es ist schon ein, Ja, zwei Jahre her oder so, dass ich na, einen das Livestream. glaube ich nicht, oder? Ist schon eine Also, Weile her. 1, 2 Jahre, Alter, Also das ist. mindestens ein Jahr. Fuck off, echt? Ich Nein. glaube Ist schon. das so lange? Also, ich weiß, dass dieses Video sehr lange in the making ist, Aber so. letzten Sommer habe ich ungefähr mit Vince viel gestreamt so, und haben auch so, wie heißt das, VR-Streaming Ja. gemacht. Und da kam halt so von deinen Leuten so Menschen in meinen Chat rein, so meinten, sag mal diesen Satz, habe ich den fünfmal gesagt, wusste nicht Ja. warum, hab's wieder vergessen, dass ich mir dieses Video ganz harmlos an, so, und dann denke ich, ach, aha, dafür war es also. Ja, übelst geil, dass selbst Leute, die, also ein paar wussten es so, aber du in dem Fall nicht. Also Nee. Leute, die mich kannten, aber trotzdem nicht gecheckt haben, wofür Ja. das ist, das ist schon sehr gut. Ich kenne den Song ja, ich habe diese Zeile nicht im Kopf gehabt, dass die ja Ja. daher ko stammen konnte. Großartig. Ich habe mich auch sehr gefreut darüber, darin vorzukommen. Es gab auf jeden Fall Highlights. Da gab es diesen einen, ich weiß nicht, ob der vielleicht auch behindert war oder so, weil der hat auch in dem ganzen Stream ein bisschen komisch geredet. Und er hat halt sich nicht getraut, das Wort Terrorismus auszusprechen und sagt dann so, sie ist zwar ex ja, das ist Ja. richtig gut. Ja, Mir fällt auch also. gerade ein, weil wir denn das Team, das Thema das Team hier aufgreifen. Das ist so Oh, brenzlig. das ist, du kannst es gerne aufgreifen. Also ich habe MCM alles direkt ins Gesicht gesagt, was ich auch hier sagen würde. Okay.
MCM ist nämlich sehr ungehalten darüber gewesen, dass bei seinem Fantreffen, was er A in Schöndorf veranstaltet hat, B sechsmal verschoben hat und C keiner besucht hat, der im Team ist, weil er das 2 Tage vorher verlassen hat. Ja. Zumal alle, die im Team waren, unfreiwillig dort drin waren. Ich wusste aber auch nichts. Ja. Ich habe so einen Clip bekommen bei Twitch, wo er auch nur sagt, der Dino, ja, der ist auch in meinem Team. Wusste ich gar nicht so. Und hätte ich das gewusst, wäre ich sofort nach Schöndorf gefahren, hätte Ja, er mitgemacht. Aber so eben. hatte ich keine Ahnung. Ich glaube, MCM hört dir auch manchmal zu. Also, jetzt weißt du es, du musst es halt klarer kommunizieren und vielleicht die Leute vorher fragen, ob sie im Team sein wollen. Dann wird dieses Team auch noch enger Das war zusammenarbeiten. ein Scherz, ich werde keinen Fuß bewegen, wenn ich im Team bin. Ich Keiner will nicht ins Team. will nach Schöndorf. Das ist das Schlimmste daran. Ich will nicht nach Schöndorf, ich will nicht ins Team. Ich möchte gerne sowas nicht machen. Okay. Aber es gab ein Fantreffen, wo einfach keiner da war. Oder Naja, gab es Personen, die da zwei so waren? Mädels waren da und die hatten nicht so Lust darauf, gefilmt zu werden. Hm. Und er hat da aber trotzdem gefilmt und mehr weiß ich leider Cooler nicht. Typ, ja. Ja. Ach, MCM, Mensch. Was soll nur aus dir werden? Ein ähnliches Großereignis hat sich in Haiti abgespielt. Da war nämlich mal wieder ein Erdbeben. Es wurde Zeit. Stimmt. Das letzte ist schon wieder 11 Jahre her, das letzte große. Das weiß ich auch noch, da war ich noch in der Schule, glaube ich. Und da haben Ja. sie auch darüber erzählt, ja, in Geografie und so, das ist passiert. Aber nicht nur in Haiti, es gab auch noch Waldbrände in der Türkei, in Die Griechenland. Welt explodiert, Tino. Und Erdogan hat sämtliche Pressevertreter und Fernsehsender irgendwie bestraft, weil sie über die Waldbrände in der Türkei berichtet haben, weil sie ihn als Präsidenten in schlechtem Licht dastehen. Was ich sehr interessant fand, der lupenreine Demokrat. Weißt du, was halt auch dich richtig in einem schlechten Licht dastehen lässt, Nee. wenn du einfach ein schlechter Präsident bist? Echt, glaube ich nicht. Das ist richtig schlecht gemacht. Es wurde sogar ein Laschet-Interview gefaked von der türkischen Zeitung, in dem Laschet gesagt haben soll, ich liebe die Türkei. Aber das gab es überhaupt nicht, das Interview. Es wurde einfach gefaked. Alter, je länger ich darüber nachdenke, desto mehr kriege ich keinen Bock auf diese Laschet-Scheiße, Alter. Ja. Also, Ja, es war aber nicht Laschets Schuld, es war ja die Türkei, die da ja rumgepfuscht haben. Laschets Schuld ist überhaupt gar nichts. Ich habe nur einfach überhaupt keinen Bock, Alter. Der Der ist so eine ist Frohnatur. so eine Lachnummer, Mann. Ja, Das klar, so eine ist, Lack. Das. aber halt hier freudiges Auge, da tränendes Auge, Alter. Also, das ist, wir haben es nicht anders verdient. Der hat sowas von keinem Format. Der wird es nicht werden. Also, ich calle, Leute, wie ich letztes Jahr schon gecallt habe, dass Corona bald vorbei ist, calle ich jetzt auch, dass Laschet nicht Kanzler wird. Das kann ich mir echt nicht vorstellen. Ja, und? Es kann. Wie Das ist denn? egal, ob du dir das vorstellen kannst. Wenn das 30 Millionen Rentner sich vorstellen können, dann passiert das auch. Oh nee, ey. Ey, echt, Leute, geht wählen. Ich habe von so vielen Leuten jetzt auch wieder gehört, ja, ich mache meine Stimme ungültig, um den Parteien Stimmen wegzunehmen. Bullshit, es wird nicht gezählt. Ihr müsst entweder eine kleine Partei wählen oder, weiß ich nicht, eine Partei wählen, die ihr Ich nicht so schlimm denke, da findet. gibt es einen Unterschied. Ob du, also wenn du nicht wählen gehst, ist ja ein Unterschied, als wenn du hingehst und sagst, weil dann das zählt trotzdem rein. Du erhöhst Soweit die ich weiß. Wahlbeteiligung, wenn du Ja. wählen warst und es ungültig machst. Aber für die Parteien und die Prozentpunkte hat das null Aussage, wenn du es ungültig machst. Ich Naja, empfehle Menschen, aber die. wenn jetzt 5 Leute wählen gehen, ja, Ja. und 2 davon machen ungültig. Und 2 wählen Grüne, eine CDU. Ja, dann haben wir 2 Grüne und eine CDU. Ja. So. Wenn aber jetzt diese 2 Ungültigen weg sind, dann haben die Grünen 66% und CDU 33%. Wenn aber die Ungültigen mit Die dabei, zählen also nicht die Ungültigen, nur sondern die die. Gültigen. Nee, nicht ungültig ist das falsche Wort, sondern als. Gibt's das da nicht? Weißt schon, wie ich es meine? Wenn die 2 mit in die Dings reinzählen würden, dann hätte die CDU nur 20% und die Grünen 40 statt 66. Die zählen nur die Gültigen, soweit ich weiß. Also, ich will jetzt hier keinen Scheiß erzählen. Ja, der Chat berichtet uns dann. Also, Aber was man soweit ich machen weiß, kann. gibt es halt einen Unterschied. Wenn du nicht hingehst, dann sind die auch nicht da so. Ungültig ist das falsche Wort, sondern weiß ich nicht. Ich kenne das Ja, Wort doch, du nicht. machst einfach so fünf Kreuze oder so oder schreibst Nee, drauf Hurensohn. dann wird es ja nicht gezählt. Genau. So, aber das meine ich nicht. Sondern dass du sagst hier, so, ich möchte, dass das als Nichtwählen gewertet wird quasi. Vielleicht glaube ich auch gerade Scheiße. Dann verfällt dir aber auch die Stimme. Also, das ist Quatsch. Ich empfehle solchen Leuten, dass sie einfach eine Partei wählen sollen, die eh nicht reinkommt. Wie zum Beispiel die Hip-Hop-Partei, die es gerade irgendwie in Berlin oder so Die gibt. gibt's ja. Ja.
wählt ruhig die, weil die kriegen eh nur 3 Stimmen, so pro Bundesland wahrscheinlich. Und dann schafft ihr es, dass tatsächlich von allen Parteien, die im Bundestag sitzen, so ein bisschen was runtergeht. So ein paar 0, was Prozentpunkte. Ach, es ist alles gerade. Aber ich bin auch in keinem guten Headspace die letzte Woche. So gerade nach Budapest, weißt du, kommst zurück. Ich will jetzt hier nicht so ein Prinzip Dingsen mal, aber es ist natürlich ein Unterschied, ob du irgendwie einen Alltag hast, sage ich mal, oder ob du ein Special Event hast, einen geilen Trip so. Und deswegen bin ich gerade so ein bisschen. Und dann, weißt du, ich will ja auch das nicht runterziehen, aber Erdbeben schon wieder, das ist ja noch das kleinste Ding. Es gab ja auch noch, Anfang der Woche gab es diesen großen Report von der IPCC, der über, was weiß ich, wer das war, BBC oder so, hat es recht groß gemacht. Ist da auch schon wieder nicht mehr in aller Munde, aber dieser Report, wo auch nochmal ausdrücklich gesagt wurde, ja, die 1,5 Grad werden 2030 schon erreicht, es ist Code Red. Und bla bla bla. Und dann stehen da halt auch diese Sätze drin von All hope is not lost, we are not doomed yet. So. Aber das sind halt diese typischen journalistischen Dingsens. Und also, das ist diese Message nach außen, aber das ist ja immer positiv getwistet, weil du kannst ja nicht irgendwie sagen, ja, übrigens, RIP. Aber Ah, nee. wenn da halt schon steht, irgendwie, jo, wir schaffen das, wir müssen nur alle an einem Strick ziehen und man dann wieder denkt, ja, das hat ja zu Corona-Zeiten auch super geklappt, so. Mein Strang, Strick wäre auch eine schöne Aussage. Wir ziehen gerade alle an An einem unserem, Strick. ja, an unserem. Ja, und das kackt mich alles ein bisschen an, so. Ja, man wird so ein bisschen zum Nihilist irgendwie. Also es sind ja so Menschen, die wissen, dass ihr alles abgefuckt ist und einfach so zusehen, dass sie selber ein gutes Leben haben, weil sie eh bald abtreten und die Welt irgendwie eh im Arsch ist. Weißt du, so diese Sinnlosigkeit der Existenz Ja, und akzeptieren. dann siehst du da halt einen Laschet stehen. Ja. So. Also nicht, dass jetzt irgendwie alle anderen so viel besser wären, aber also den will ich am allerwenigsten gerade sehen. Ja, ich weiß nicht, man kämpft so seit Jahren so für Klimaschutz, für linke Politik gegen, Na Fuck. gegen Nazis und Politikverdrossenheit. Was passiert irgendwie? Weiß nicht, Laschet passiert und die AfD passiert. Laschet passiert. Ja. Oh nein, es ist jetzt Oktober. In Deutschland ist ein Laschet passiert. Nein. Das wird ein neues geflügeltes Wort. Und es kommt einem schon zum Halse raus. So. Ich weiß nicht, man verliert die Motivation, irgendwas zu machen, sich irgendwie aufzuraffen, sich zu engagieren. Ja, ich bin nur gerade in einem Tief. Ich glaube auch, dass ich Magnesiummangel habe. Ich habe nämlich so ein bisschen Zit ja, ist ja wirklich so. Ich habe so zitternde Hände gehabt und übelst Knieschmerzen die letzten 2 Tage. Und da habe ich gegoogelt und dann Dr. Google sagt, Magnesiummangel kann da schon eine Rolle Ja. spielen. Und Mangelernährung. natürlich kommt auch noch dazu, dass ich mich natürlich übelst überlastet habe, bei 32 Grad im fucking Kostüm da irgendwo in der Sonne rumzuhopsen. Bei dem einen Spot, Alter, das war einfach nur lächerlich. Das war so ein Denkmal, was unten halt so eine Platte hat. Und dann kommt von oben die Sonne runtergeballert und von unten, du sitzt quasi auf so einer Herdplatte. Ekelhaft. Und sowas halt. Aber egal. Alles gut. Uplifting News gibt es ja auch. So, in Indien wird 2022 alles an Plastik verboten. Warte, ich will es jetzt nicht falsch sagen. Nicht alles, aber wisst schon, wie ich es meine. So, es wird. In Japan wird, glaube ich, auch, wobei ich auch nicht weiß, ob das so viel geiler ist, wird durch Aluminium ersetzt. Alles Plastikverpackungen und so Dosen und so. Lass mich nicht lügen hier schon wieder. Haiti, Climate Change, IPCC Report, da haben wir ihn wieder. Ah ja, und dann hat man noch den Hitzerekord in Italien, hat man ja Ja, auch noch. true, ja. 48,8 Grad. Der letzte Juli war der wärmste oder heißeste seit Wetteraufzeichnungen. Das geht jetzt immer so weiter. Ich freue mich schon. Ich habe noch einen Fun Fact, einen Ja. kleinen, um die Stimmung zu heben. Und zwar, die Grünen machen gerade eine Wahlkampftour in Deutschland. Und man kennt ja Cem Özdemir, ne? Ja. Diesen Chef da. Und die Wahlkampftour heißt Chemtrail. Wegen Cem Özdemir, Chemtrail. Finde Witzig. ich witzig. Das ist witzig. Ich Chapeau habe an die allerdings Grünen. hier in Weimar ein Plakat gesehen von der Baerbock. Und da steht als Wahlspruch drauf: Hier, weil ihr es seid. Und das ist ja wohl der belangloseste Scheiß, Wir werden gerade mit einer Waffe den ich bedroht. je irgendwo gelesen habe. Oh, mein Herz. Das Oh. kannst du nicht machen mit dem armen Tino hier. Ich bin doch Der schon kommt alt. hierher in unseren Safe Space und dann wird er mit einer Waffe bedroht.
hier, weil ihr es seid. Also, da gibt's hier was, die Basis oder so, ja? Die hat den dümmsten Spruch. Den so ja, gelesen, irgendwie. Es geht um die Wars, gib deinen Senf dazu. Ja, aber selbst da kannst du halt noch einen gewissen Sinn raus, also du weißt, was es bedeuten soll. So. Ja. Aber hier, weil ihr es seid, hallo? Man kann alle Wahlsprüche quasi rausfiltern und die irgendwelchen Parteien zuordnen. Es bleibt das Gleiche. Es ist richtig dumm. Warum schreibt man da nicht einfach hin, was weiß ich, Klima ist das wichtigste Thema, Punkt. Was weiß ich, irgendwas, wo es halt wirklich um die Substanz geht und ja. Nicht so einen hässlichen Kalenderspruch, Alter. Was ist das? Ich liege hier in meiner Plastik-Schwimmnudel. Ist das überhaupt Plastik? Das ist so komisches Zeug. Eine Schwimmnudel ist das. Ja, auf jeden Fall. Eine sehr schöne. Ich wollte noch irgendwas, noch eine uplifting News geben, aber... Warte mal, zum Thema Politik. Nee, hab ich gar nicht mehr. Das war letzte Woche oder so. 48,8 Grad, Alter. Lass dir das mal versuchen zu gehen. Ja. Ich war ja vor Budapest noch mal ein bisschen in Berlin, vor 4 Wochen. Und da waren wir bei 36 Grad skaten, ja. Hab ich auch gefilmt so. Und das war die absolute Grenze. Also da ging nichts mehr drüber, ja. Also wir konnten ein bisschen Sachen noch filmen so. Aber du hast gemerkt, okay, jetzt noch 2 Grad mehr und ich kollabiere hier. Das geht einfach nicht. Und das sind halt einfach mal 12 Grad mehr, 13 Grad mehr. Ja, ja, ich kenne das, ich wusste ekelhaft. Auch, habe auch letztens für einen Kinofilm, habe ich einen Schauspieler gedoubelt und musste auch in übelster Hitze so einen Wollkragenpulli tragen und das war richtig ätzend. Ja. Da stirbst du, was man für die Kunst nicht alles macht. Ja, ich will nicht, dass die Leute irgendwann recht haben mit ihrem, ja, aber Winter ist so viel besser, weil wenn dir kalt ist, kannst du dir was anziehen. Wenn dir warm ist, kannst du nichts machen. Halt's Maul, Winter ist scheiße. Aber trotzdem, ich will nicht, dass die irgendwann recht bekommen, weil 48 Grad, sowas will ich halt auch nicht. Nee, überhaupt nicht. Auch jetzt gerade sind es voll hohe Temperaturen. Ich schaue gerade mal, 27 Grad, das ist für mich schon Kotzgrenze. Also als ich jetzt hergelaufen bin, dachte ich auch, ich muss sterben. Und es werden noch 28 heute. Habe ich keinen Bock drauf. Ja. Wer keinen Bock auf seine Kinder hatte, ja. Das war ein QAnon-Anhänger aus Kalifornien. Ah, ich glaube, ich habe da was mitbekommen. Der hat seine beiden Kinder nämlich getötet. Ja, da haben wir doch direkt den nächsten Plan für Dagi B. Ja, oh. Ich habe die so gefressen, Alter. Ich kenne die nicht mal richtig. Und zwar hat der Mann behauptet, dass seine Ex-Frau eine Schlange, ein Monster wäre. Mhm. Und ihre Kinder haben Schlangen-DNA. Und bevor sie zu Monstern werden, hat er sie getötet. Mhm. Und Leute, dahin führen Verschwörungstheorien. Dass Menschen da so krass abdriften und so reinfallen. Ich bin doch voll erschrocken von der Pistole gerade. Ich merke schon. Es war auch so laut, mein armes Ohr. Ja. Das jedenfalls war eine sehr seltsame Nachricht und ich finde es irgendwie eklig, dass es dann in solche Züge geht. Es ist auch ein berühmter amerikanischer Moderator gestorben, der lange Zeit gehetzt hat gegen Impfungen in seinem Podcast, Broadcast und so weiter. Und er hat jetzt Corona bekommen und ist dran gestorben und muss kurz vor seinem Tod noch seiner Bekannten geschrieben haben, ich habe mich geirrt, Corona ist kein Witz, lass dich ja impfen, ich bereue, was ich getan habe. Und er ist gestorben und ich finde es halt heftig, dass, okay, es ist irgendwie ein Toter mehr so, aber wen hat der alles mitgenommen, weißt du? Wer hat sich durch ihn nicht impfen lassen? Wenn man sagt ja auch immer, ja, jeder muss selber verantworten, was er für eine Meinung hat und so, wenn er sich impfen lassen will, ist es ja irgendwie sein eigenes Ding. Aber nein, wenn du diese Meinung vertrittst in der Öffentlichkeit und Werbung dafür machst, dich nicht impfen zu lassen, stellst du eine Gefahr für andere Menschen dar. Ja. Aber Tino, ich weiß nicht, verstehe ich das richtig, dass du da gerade behauptest, dass so Leute, die sich nicht impfen lassen wollen, ein bisschen nicht so clever sind? Die stellen eine Gefahr für andere Menschen dar. Denn... Und das ist Fakt. Es gab nämlich außerdem noch den Versuch von Anti-Vaxxers, das Gebäude der BBC zu stürmen. Ja, hab ich auch. Ja. Hast du auch? Ja, hab ich auch. Die haben sich im Gebäude geirrt. Dumm gelaufen, ne? Die wollten nämlich BBC quasi stürmen, weil sie verärgert waren über die Impfkampagne angeblich, die sie gemacht haben, Impfwerbung, und wollten das stürmen. Waren dann drin, haben dann gemerkt, oh fuck, die sind gar nicht mehr hier. Die sind schon vor Jahren umgezogen. Es waren noch so 2 Studios oder so drin, irgendwie von irgendwelchen Tagesnachrichten, aber sonst sind die da schon lange gar nicht mehr. Das ist dumm gelaufen, aber gut für BBC. Ja. Wer weiß, was da passiert wäre. Dinge stürmen ist auch immer sehr, sehr toll.
was in Deutschland war, es gab einen Impfskandal in Friesland. Ja. Und ich sag's mal so, Leute, Menschen, die gegen ihren Willen geimpft worden sind, gibt's null. Menschen, die gegen ihren Willen nicht geimpft worden sind inzwischen fast 9000 Leute. Denn es soll eine Person oder mehrere Personen, man weiß es noch nicht ganz genau, sollen die Impfdosen ausgetauscht haben mit Kochsalzlösungen Ja. und Menschen quasi einfach nichts geimpft haben. Also Kochsalzlösung klingt das mal brutal, aber es macht nichts im Körper. So, das kannst du dir spritzen offensichtlich. Und es Bestimmt passiert 5 Liter nichts. rein macht bestimmt auch nichts. Das jetzt vielleicht auch nicht, aber so eine Impfdose quasi Ja. ist nicht schädlich. Das heißt, gab es keine Körperverletzung in dem Sinne. Trotzdem gab es jetzt fast 9000 Menschen, die sich in Sicherheit gewogen haben, waren auf Veranstaltungen, bei Hochzeiten und dachten, dass sie irgendwie safe sind Ich und habe waren auch das dir halt gar gesagt, nicht. das ist mindestens, wenn man die Prozente dann runterbricht, so wie viele halt sich anstecken oder wenn auch nur eine Person davon sich ansteckt, ist das versuchter Mord in meinen Augen. Ja, stimmt. Oder versuchte Tötung von mir aus, aber es ist ja, wahrscheinlich gibt es den Tatbestand nicht mal, weil Intent ist ja da. Aber, Aber du hast recht, es also. ist versuchte Tötung eigentlich, weil Menschen wollten sich schützen vor einer Erkrankung, die es ja gibt. Ja. Und sie hat es einfach Und durchgeführt. das ist für mich auch schon fast, das geht halt in eine Richtung von religiöser Fanatismus. Also wenn du nicht dafür bist, dass Leute irgendwie, das ist wie diese Drecksdebatte in Amerika, wenn die Religion sagt, dass Abtreiben schlecht ist, das sagt Gott. Ja. So, aber der hat da überhaupt nichts zu suchen, ein Scheißgott, wenn irgendwie Politik gemacht wird, da kann der sich mal verpissen, Alter. Du kannst gerne nach deinem Gott handeln, aber wenn dein Gott sagt, ey, Abtreiben ist schlecht, muss ich noch lange nicht mein Kind bekommen. Ja, dann treib du doch ab, Alter, wenn du daran So, glaubst, und aber lass mich in Ruhe das damit. ist genau die gleiche Scheiße. Das ist wirklich fucking Fanatismus. Ja. Und es muss wohl so angefangen haben, dass, also es gab schon mal diesen Vorfall oder diese Behauptung, dass sie Impfdosen irgendwie verschwinden lassen hat. Da hat die Person wohl behauptet, dass ihr die Impfdosen runtergefallen sind. Und aus Angst vor Repressalien hat sie halt einfach das ausgetauscht so. Naja, Das ist ja nochmal mir was. ist aus Versehen ist mir eine Kochsalzlösung in die Hand gefallen. Nee, ihre Behauptung war, dass sie anfangs wohl aus Resten irgendwie noch dann volle Dosen gemacht haben, so von Impfstoffen. Aber 9000 Menschen einfach nicht geimpft, das ist einfach eine Größenordnung, die finde ich eklig. Und es müssen sich wohl schon von denen 2000 gemeldet haben, die sich jetzt nachimpfen lassen wollen. Besser ist. Ja, natürlich. Die haben ja dann auch noch die Nebenwirkungen verfälscht. Wenn die dann angeben, ich hatte keine Nebenwirkungen, mir ging es Ja, super. das Das kommt ist noch ja dazu. asozial. Oder der Placebo-Effekt ist eingetreten. Ja. Ah, ich fühle mich, ich weiß nicht, ich habe ganz große Schmerzen. Na, Armschmerzen können ja trotzdem vorkommen durch die Spritze. Und Bodo Schiffmann, einer der großen Figuren der Querdenker-Szene, Nie gehört. hat vom Dritten Weltkrieg gesprochen, in dem wir jetzt sind. Das habe ich schon oft gelesen, schon vor Corona, dass wir im Dritten Weltkrieg wären. Ist gar nicht so schlimm, oder? Also ich weiß nicht. Naja, wer war das? Das war da auch Einstein oder so, ne? Der gesagt hat, der Vierte Weltkrieg wird mit Stöckern und Steinen gefochten. Vielleicht hat er sich einfach von der Zahl geirrt. Und Er das meint, machen wir gerade. er weiß nicht, wie der Dritte Weltkrieg aussehen wird, aber er weiß, dass der Vierte mit Stöckern und Steinen. Ja, Ja. vielleicht haben wir den dritten einfach übersprungen und jetzt, man sieht es ja, also Steine schmeißen ist ja aktuell Ja, so. sehr, sehr. Und mit Stöckern ein bisschen rumkämpfen, habe ich in meiner Kindheit auch viel gemacht. Also, Weltkrieg gespielt mit meinen ja. Kumpels, ja. Lass Vierten Weltkrieg spielen. Ja, wer auf jeden Fall auch Weltkrieg spielt, ist Afghanistan. Denn nachdem Ja. die Vereinigten Staaten da, ich glaube, 2,7 Billionen kommt, glaube ich, hin. Trillion. Ach, du weißt, wie es ist mit Billion, Viel, Trillion. viel Geld. 2,7 Billionen an Geld einfach in dieses Land gepumpt hat, das zu verteidigen, jetzt, wo sie sich abziehen, ist so gut wie jede große Stadt bereits gefallen, außer Kabul. Und das wird wahrscheinlich in den nächsten 10 bis 100 Tagen auch noch passieren. Also die Taliban, die rücken gerade vor und Ja. töten Ungläubige oder viele Frauen. Und das ist halt so eine radikal islamistische Vereinigung und die nehmen gerade das ganze Land ein. Die haben auf jeden Fall versucht, das afghanische Militär aufzupäppeln in den letzten Jahren. Sehr erfolgreich, wie sich herausstellt. Die Botschaft der USA hat auch ganz viele Dokumente geschreddert und die amerikanischen Fahnen schnell verbrannt, als klar wurde, okay, wir werden hier gerade überrannt. Das ist alles sehr angenehm, was da passiert. Vor allem Gut, dass diese Zeit da und dieser Schmerz und alles da investiert wurde von den Vereinigten Staaten. macht man jetzt irgendwie 20 Jahre Arbeit kaputt, so.
innerhalb von wenigen Tagen, was sie aufgebaut haben mit irgendwelchen Verteidigungsmechanismen und so, gehen jetzt völlig zugrunde. Und es sind jetzt auch schon einige, also viele Menschen gestorben und hingerichtet worden, die auch für die USA oder für die Bundeswehr gearbeitet haben. Und es werden nicht alle rausgerettet irgendwie. Nur die einen direkten Vertrag hatten und die direkte Verträge hatten, die müssen da in Afghanistan bleiben, aber auch die werden gejagt von den Talibanen. Also es ist alles eine sehr missliche Lage. Und ich habe jetzt gelesen, noch bevor ich hier war, dass Montag wohl eine Rettungsaktion stattfinden soll und Botschafter und so weiter gerettet werden sollen. Ist dann vielleicht ein bisschen zu spät, Ja. unter Umständen. Also in Afghanistan brennt echt gerade die Luft. Ja, Afghanistan gilt ja eh schon seit Jahren als gefährlichstes Land der Welt, von daher, Ja. good luck. Und es gab auch dann schon so Twitter-Einträge und YouTube-Videos von Frauen, die gepostet haben, wir warten nur auf unseren Tod, rettet uns und so weiter, die werden uns alle überrennen und töten. Ist gerade richtig uncool. Und wir werden uns, und Baerbock hat auch schon Werbung dafür gemacht, sich Für vorzubereiten Afghanistan. auf eine Flüchtlingswelle, sodass wir uns vorbereiten sollen, Menschen von da Also, da aufzunehmen. könnt ihr euch richtig warm anziehen, alle miteinander, die Angst vor Flüchtlingen haben. Also, wenn in fucking im Nahen Osten, im Fernen Osten, im südlichen Osten, sprich Afrika, wenn da überall die wirklich das Essen, so wie in Madagaskar zum Beispiel, zur Neige geht und das Trinkwasser sowieso. Also, da 2015 ist ein Scheiß dagegen, wenn diese Ja, Leute alle hier hochkommen. ich denke auch. Also, viel Spaß damit. Was wollte ich sagen? Ach so, ja, die Baerbock, die hat Werbung gemacht. Was hat sie gesagt? Die ganzen Dieselfahrer, die werden demnächst nach Afghanistan geschickt, um dort Ordnung zu machen. Das auch. Und Punkt 2 war, dass wir uns vorbereiten müssen auf diese Flüchtlinge aus Ja. Afghanistan. Und dass wir uns jetzt vorbereiten sollen darauf. Und nicht wieder wie überrannt werden, wie alle das behauptet haben, dass es so plötzlich wäre. Man sieht es jetzt schon, es gibt eine fette Krise dort. Es gibt Menschen in Lebensgefahr, die flüchten müssen. Deswegen Leute jetzt handeln, jetzt Flüchtlingsunterkünfte bauen und so weiter und dafür sorgen, dass Menschen friedlich hier Die ankommen. Baerbock wollte doch da bei der AfD fischen. Wenn die AfD-Wähler hören, oh Moment, die Baerbock sagt, ich soll mich vorbereiten. So. Auf Kinder und Frauen Zack. schießen. Ja, da wählen die jetzt direkt auch grün. Frauen und Kinder zuerst. Also es wird noch sehr, traurigerweise sehr spannend in Afghanistan die nächsten Tage. Ja. Was auch sehr spannend war, war ein Foto, was ich von Alex geschickt bekommen habe. Ich zeige dir das mal genauso, wie ich das Friedrich gezeigt habe. Ich glaube, ich will jetzt nichts Falsches sagen. Es ist schon wieder 10 Tage her, es ist Äthiopien. Und hier ist so ein Mann, der irgendwie so ein bisschen ungehalten ist, ja. Und ich scroll mal rüber. Der schlägt einem scheiß Polizeipferd in die Oh Schnauze. nein. Das ist also so ein geiles, absurdes Bild. Da muss ich erst mal sagen, das gefällt mir. Das wollte ich hier nur Aber reinbringen. nicht ein Pferd. Also, Ja, komm. ich weiß, dass es nicht cool ist, aber also auf einer absurden Art ist es irgendwie witzig für mich. Wenn er Ja? jetzt diesen Bullen da drauf einen aufs Auge gehauen Nee, hätte, es hätte ich ist, gesagt, weil es so hihi, absurd ist, einem Pferd einfach in die Schnauze zu schlagen. Ein Pferd, wo ein Polizist drauf sitzt. Das ist absurd, Tilo. es ist Und absurd. ich finde das auch nicht gut, wenn Pferde leiden. Aber Ja. dieses hat halt jetzt schon gelitten. So, Ja. ja? Das ist wie. Einmal passiert. Das ist halt jetzt eigentlich schon passiert. Ich meine, das ist wie. Klar, Kinderpornoringe, ja, die sind halt schlecht für die Kinder, aber guck doch mal, wie viele Leute das glücklich macht. Oh nein. Davon distanziere ich mich ganz klar. Ich auch. Nein, aber du weißt doch, was ich meine. Also, ich habe dieses Bild geschickt bekommen, da kann ich jetzt leider nicht mehr dieses Pferd retten. So. Nee, das kannst du nicht. Es ist schon ein seltsames Bild, ja, aber So. das arme Pferdchen, das ist mein Gedanke dabei. Ja, ich finde es auch nicht gut, aber Pferde sehen aus wie Außerirdische, Mann. Das stimmt, ich So. finde auch Pferde eigentlich nicht gut, aber ich will, dass sie. Ich finde Pferde nicht gut, Ich aber sie. finde Pferde echt gruselig, aber sie Ja. sollen ihr Ding machen und ich will nicht, dass sie zur Lasagne verarbeitet werden. Ich will auch nicht, dass sie geritten werden. Gut. Worauf ich eigentlich hinaus wollte, bevor wir jetzt schon wieder mit der Zeit relativ knapp werden, tatsächlich. Hast du das in Indonesien mitbekommen? Diese Militärtradition, die jetzt abgeschafft wurde? Nein. Krieg machen? Nein. Also da wurde etwas gemacht. Was könnte die indonesische Armee mit ihren Rekruten machen, um zu gucken, ob sie geeignet sind? So ein Circle Jerk, so ein Kreiswichsen, und wer zuletzt auf die Kalaschnikow kommt, der fliegt. Geht in gar keine so schlechte Richtung, Tino. Das Hast freut noch einen mich. Versuch frei? Die Penisgröße wird gemessen. Fast. Ah. Bei weiblichen Armee-Anwerbern wird der Two-Finger-Virginity-Test gemacht. Denn wenn diese Frauen keine Jungfrauen mehr sind, dann sind die quasi
not good, ja. Die haben dann nicht die Mentalität, die sind dann naughty, Ah, ja. Jungfrauen sind die besten Soldatinnen, ja. Ja, weil die nicht so mental schon schmutzig sind. Aber So. Männer, die sind nie schmutzig. Das Die wurde denken nie jetzt an Sex. abgeschafft. Aber es Ja. ist interessant, dass in 2021 diese Praxis noch da Das war. ist ja richtig Vor heftig. allem ist es auch irgendwie, also ich glaube nicht, dass das der so verlässliche Test ist, da mit zwei Fingern reinzugiegeln Weil es ja auch bei jeder bei der Frau anders ist. Musterung und dann zu sagen, ah, okay, die ist noch gut. Hätte auch bei Männern im Analbereich machen können. Ja. Der Schwulentest? Ja. Bescheuert. Aber gut, dass es abgeschafft worden ist. Was auch Ach abgeschafft. so, Achso. das wollte ich noch dazu sagen. Das ist nämlich noch richtig interessant. Nicht nur die Frauen, die sich beim Militär bewerben, sondern auch Frauen, die nur verheiratet oder verlobt sind mit einem Rekruten, mussten das auch machen. Ja. Dann mussten die enthaltsam leben, sozusagen, bis Es sie ist alles total eingezogen werden. absurd. Und sobald sie quasi diesen Test gemacht haben, dürfen sie dann wieder frei vögeln. Vielleicht, keine Ahnung. Es ist so unlogisch. Ja. Was abgeschafft worden ist, ähnlich wie dieser Jungfrauentest, ist die Vormundschaft von Britney Spears, denn ihr Vater hat die Vormundschaft gekündigt. Und erstmal haben alle geschrien: Juhu, er macht's nicht mehr, Britney ist frei. Britney ist nicht frei, Leute. Er wird wohl einen neuen Vormund für Britney Spears finden. Britney Spears kriegt einen neuen Mund. Vormund, der quasi vor ihrem Mund für sie spricht. Ja, das ist auch alles so eine Drecksscheiße, Alter. Ich habe das auch mitbekommen. Ich habe eine Überschrift von einem Video gesehen und dann dachte ich, oh, jetzt noch Britney Spears, Also ey. klar informiert bist du, ja. Ich bin ganz klar informiert. Nee, ich weiß, dass das übelste Scheiße ist und dass das irgendwie rechtlich total verzwickt ist. Aber rein moralisch würde man natürlich sagen, hey, halt dein dummes Maul. Das ist eine im Leben stehende Person, die kann bitte machen, was sie soll, so. Oder Naja, was sie will. 2008 wurde sie ja entmündigt und da hat sie ja tatsächlich viel Quatsch gemacht so und war psychisch wohl nicht ganz auf der Bahn, wie man Ja. so sagt. Und da gab es vielleicht schon Gründe zu sagen, okay, man kann sie vorübergehend entmündigen, aber das haben sie halt nicht mehr aufgehoben, weil es dieses Verfahren wohl gar nicht gibt, eine Vormundschaft aufzuheben. Das Aha. gibt's wohl, gab es wohl bisher nicht, weil sonst entmündigst du ja Leute, die schwerst behindert sind und noch bleiben werden oder halt schon dement sind und eh irgendwann sterben. Aber es hat eine junge Person entmündigt wird, die dann irgendwann wieder vielleicht mündig sein könnte, gab es bisher wohl noch ganz wenig oder bis gar nicht. Und deswegen kämpfen die jetzt darum, dass sie für sich selbst sprechen darf. Wird aber wohl nicht passieren. Und er hat es aufgrund des öffentlichen Streits mit ihr gemacht, weil er das nicht mehr ertragen hat und will nicht mehr für sie verantwortlich Nee, ich sein. habe das ja mitbekommen, dass sie vor Gericht auch ganz ausführlich gesagt hat, was da für eine Tortur auch mit ihr passiert ist. Und das kann ja auch nicht der Sinn von einem Vormund sein, dass der dann, also du bist irgendwie mentally challenged oder was auch immer, was dich in diese Situation reinbringt und dann wirst du da in eine Sklaverei quasi reingebracht, Ja. die diesen Zustand nicht besser macht. Das kann es Ja. ja auch nicht sein. Nee. Aber schön, dass es wenigstens jetzt irgendwie eine Veränderung gab, eine Bewegung gab. Und vielleicht führt es ja doch dazu, dass sie wieder eigenmündig entscheiden darf über ihr ganzes Leben. Ja. Würde mich freuen als Leave Britney-Fan. Britney alone. Please, leave Britney alone. Ja, Chris Crocker war das damals. Der hat auf jeden Fall, der war seiner Zeit voraus. Ja. Habe ich auch im Zuge dessen nochmal rausgefunden, dass der Chris Crocker jetzt auf Twitter Gay-Porn von sich postet. Also wenn du da interessiert bist. Das machen viele, ja. Irgendwie auch so Aaron Carter und irgendwelche alten Boyband-Sänger und so weiter, die machen alle jetzt Onlyfans. Ja. Schon irgendwie heiß. Wer auch mal lieber Onlyfans machen sollte statt Politik, ist der gute Governor von Florida, DeSantis, oder wie ich ihn jetzt öfter genannt sehe, Death Sentence, weil er viele Leute in den Tod schickt, denn er hat verboten, was auch über seine Macht hinausgeht, dass Schulen Masken erfordern. Er hat Ja. gesagt, wenn ihr als Schule sagt, ihr wollt Masken haben, dann entziehe ich euch alle Mittel, wozu er nicht so ganz in der Lage ist. Jetzt sind schon vier Lehrer gestorben seit den ersten 24 Stunden, wo das in Kraft getreten ist. Warum? Ja, weil das ja vorher schon quasi der Standard war, aber jetzt ist offizielle Legislative, hey, irgendwie dumm. Und die Schulen wehren sich jetzt aber dagegen. DeSantis sollte man mal auf dem Schirm behalten, weil wenn Trump 2024 nicht wird, ist das auf jeden Fall ein heißer Kandidat. Oh shit.
Was schon wieder sehr viele Bände spricht für fucking Amerika. Ein Repi ist das, ja. Das ist natürlich ein Repi, ein Republikaner, der Masken dumm findet und Wissenschaft sowieso. Und ja, Ron, Death Sentence. Wer auch tot ist, ist jetzt mein Nekrolog zum Abschluss, Martin Perscheid. Ah, der Martin Perscheid, von dem ich noch nie gehört habe. Ich wollte gerade sagen, den kennst du bestimmt wieder nicht, aber ein sehr berühmter Cartoonist, Martin, also Perscheids Abgründe hießen seine Werke. Und ich bin ein Riesenfan davon, schon seit vielen Jahren, auf Facebook abonniert und bei Instagram auch. Und er ist jetzt gestorben. Ich weiß gar nicht woran, aber er ist jedenfalls jetzt tot An Tod. und wahrscheinlich. Und viele Cartoon-Kollegen haben ihn halt so Karikaturen gewidmet, die sehr witzig waren zum Teil, als Verbeugung vor ihm. Und ja, finde ich sehr, sehr schade. Sucht mal nach Perscheids Abgründe, Aber kann auch das sein, dass das umstritten. letzte Woche war? Weil dann habe ich das am Rande auch Wahrscheinlich, mitbekommen. ja, letzte Woche. Auch umstritten zum Teil. Gibt auch kritische Stimmen in meiner Filterbubble, die nicht so gut fanden. Auch mit Klischees spielen und Vorurteilen manchmal. Aber ich fand es schon, ja, sehr heftig. Aber die meisten Sachen mochte ich dann doch ganz gerne von ihm. Okay. Voll sad. Was ich nicht mag, ist das Kind von Dagi B, auch wenn es noch nicht auf der Welt ist, um den Bogen zu spannen. Zum Gebt dem Kind doch mal Anfang. eine Chance. Ja, ist okay. Nee, ich wollte einfach nur den Bogen spannen, denn wir sind durch, Oh Timo. Du nein. hast das ja auch eilig, deswegen vergib mal Relativ. schnell eine Zahl. Ich weiß nicht, ob wir jetzt irgendwie beide Wochen bewerten. Also es steppt schon da, guter Bär, sage ich mal. Ich bin auf jeden Fall über eine 8, weil ich finde Afghanistan gerade richtig heftig. Ich finde auch diesen Impfskandal so, finde ich, wirkt erstmal wenig. Nur 9000 Impfdosen, die manipuliert worden sind. Aber ich finde, das ist irgendwie nur eins, was man halt weiß. Wer weiß, wie viele Leute noch irgendwelche Impfdosen manipuliert haben, die nicht aufgeflogen sind. Ich meine, ich habe einen Top-Post auf Reddit, also. Ja. Ja, also, aber ich glaube, über 8 würde ich gerade noch nicht gehen. Klar, Haiti hier noch, ne? Und die Erdbeben. Nazi-Demo in Weimar, die Oh, letzten die habe ich Samstag halt war, komplett verpasst, ne? ja, 2000, also maximal, es waren vielleicht ein bisschen weniger, aber maximal 2000 Gegendemonstranten gegen so 150 Neonazis. Und die wurden dann auch mit Wasserbomben beworfen von Anwohnern. Ja, das habe ich mitgekriegt. Dafür wurden halt die Linken mit Wasserwerfern bedroht. Also war dann ungefähr 1 zu Ja, 1. ja. War auch heftig, Hält sich die war viel Waage. los in Weimar. Ja, hätte ich das erlebt. Aber bist du mit einer 8 zufrieden? Ja, Ich mit hätte 8 ist schon gern okay. noch ein bisschen Puffer nach oben, weil, ja, Haiti, Erdbeben, das hatten wir doch erst. Alle Jahre wieder, so, weißt du. Aber Waldbrände, Türkei, Griechenland, Kennen wir doch Erdbeben. jetzt auch mittlerweile. Der DJ Ja, muss die mal was Masse. Neues auflegen. Der Ozean muss langsam mal aussterben. Die Masse macht es doch, ist doch ein Mashup diese Woche mit den ganzen Ja, ist Katastrophen. richtig, ist richtig. Warst du dir eigentlich gewahr über dieses, dass der Ozean auch gerodet wird wie ein fucking Wald, dass die so riesige Netze unten an den Korallenriffen so lang schaben? Ja, das ist auch so ein Ding am Great Barrier Reef in Australien und Unter so. Ja. anderem, ja, es gibt ordentlich Orte und ist geil. Also Also finde ich gut, vielleicht klar. gibt es da demnächst mal, Feuer wird langsam wieder langweilig, jetzt sind wir in der dritten, vierten, fünften Woche, Waldbrände. Vielleicht gibt es jetzt wirklich langsam mal die Nachricht, okay, alle Haie sind ausgestorben, irgendwie langsam gibt es mehr Plastik im Ozean als Fische. Ja, auch die nächste Welle kommt wieder, die Corona-Welle. Ja. Wir steigen jetzt. Warte, ich kann ja mal ganz kurz Lambda. Die aktuell. Lambda-Variante in Japan. Wir freuen uns alle. Ach, die auch noch. 35, also steigt stetig in ganz Deutschland von 17 noch am 3.8. jetzt auf innerhalb von 12 Tagen auf 35 hochgeschellt. Thüringen ist ganz gut dabei. Wir sind jetzt bei 8,1. Das ist bundesweit ganz unten. Ja, wo ist dann das Schwein wieder zu finden? In Sachsen oder beim Laschet Ich oder? weiß nicht, wo es gerade am schlimmsten ist, aber jedenfalls ist es gerade überall schlimm, nur bei uns ist es weniger schlimm. Okay. Das Allerschlimmste ist aber, dass dieser Podcast jetzt zu Ende ist. Das Schlimmste ist, wenn der Podcast alle ist. Ja. Und dafür möchte ich mich entschuldigen, aber dafür gibt es wahrscheinlich am Wochenende dann wieder einen ganz normalen Podcast. Hoffentlich und Hörerwünsche. Ja. Da Können wir setzen wir gleich uns zusammen. festlegen jetzt. Legen wir uns fest. Ich höre Musik. Das ist schön. Ihr seid schön. Alles ist schön.